Weideschafe hier unten, aber die müssen alt sein. Die sind nicht hier unten gespawnt, weil die haben schon keine Wolle mehr. Vielleicht war es ja doch gut, dass wir wirklich nicht so tief waren, dass wir noch an der Oberfläche waren, denn sonst wäre hier bestimmt kein Gras gewachsen. Die Idee finde ich jetzt schon lustig, eine unterirdische Fleischfarm zu haben. Außerdem fühlt man sich nicht so einsam. Man muss direkt hier hinter sitzen. Das ist erstaunlich. Stellen. Das geht ja schnell. Noch nicht, den jetzt muss ich zählen. So, dann hoffen wir mal, dass das alles wächst und gedeiht, wie ich mir das vorstelle. Hier fehlt irgendwie noch eine Fackel. Aida. Ja. Hm? Wirklich? Ich meine, die war doch mitten im Weg vorhin. Eins, zwei, drei, eins. Ja. Das sind die anderen falsch. Zu blöd zu zählen, sage ich dazu nur. So, perfekt. Machen wir das unten noch. Ach, das war klar, oder? Damit wir nochmal eine Runde laufen müssen, bevor unser Fleischkeller fertig ist, müssen wir natürlich noch... Muss uns natürlich noch die Spitzhacke ausgehen. Wo das Schaf herkommt, ist... Ach ja, hier ist ja auch Gras drin. Naja, zumindest haben wir, nachdem wir dann die Farm unten fertig haben, noch genug Wolle, oder wieder genug Wolle, um unseren roten Teppich hier fertig zu machen. Und ich würde sagen, in dem Raum kommt dann ein gelber Teppich rein. Und hier kommt Holzboden rein oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das werde ich mir dann in der Aufnahmepause überlegen. Wow. Das ist nah. Ha, ein Fuchs ist gespawnt. Ich habe zwar keine Ahnung, was die machen, aber guckt ihn euch an, der ist knuffig. Oh, süß. Vor allem sind die scheiß Viecher so neugierig. Das gibt's gar nicht. Baue ich die sofort wieder hin. Och, peinlich. Erwachsener Mann kann nicht zählen. Ich würde sagen, das ziehen wir jetzt am besten bis unten durch. Zur Not könnten wir etwas Weizen anbauen. Und dann uns durch den einen Mod selbst Grasblöcke bauen. So dass wir quasi den ganzen Weg nach unten eine schöne grüne
süß. Ein schönes grünes Feld hinterlassen. Achso, da habe ich vorhin ja die Kohle rausgeholt. Genau, hier erinnere ich. Nicht unpraktisch an der Stelle. Jetzt noch die Wände schön gestalten, aber das spare ich mir. Und das ist mehr oder weniger für, ich sag mal, Tage, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat. Dann würde ich einfach mal 40 Folgen mein... Wie kann unser Dreck alle sein? Naja. Hätte ich mal mehr mitgenommen. Hier oben ist immer noch nichts gespawnt. Eigenartig. Wobei, ich stinke dem. Ja, genau. Dann streue ich einfach mal so 40 Folgen Let's Play Minecraft, mach die Wände neu ein. Einfach, damit ich ein paar mehr YouTube-Videos hochladen kann, weil das macht ja so viel Spaß, 10 Stunden. Das ist Wahnsinn. Es wird Zeit, dass wir hier Teppich legen. Damit wir irgendwann auf 10.000 YouTube-Videos kommen, die 10 Milliarden Jahre brauchen, um uploaded zu sein. Weil der Upload von YouTube ist ja so wahnsinnig schnell. Jetzt ist hier aber auch schon wieder was gespawnt. Ich glaube, das reicht gar nicht hier für den ganzen Boden. Viel ist es ja auch nicht mehr. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den kleinen Fuchs da nicht angreife. Weil sonst wird er ganz wild und greift mich an. Wie gesagt, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das mit dem Tunnel hier an der Stelle lasse. Und wirklich an den Seiten Wasserfälle bau, wo die Tiere dann irgendwo runtergetragen werden und elendig verrecken. Natürlich, einmal habe ich mich jetzt versetzt. Und ich muss sagen, wir haben doch jetzt schon eine schöne Mine. So eine grüne Mine hatte ich echt noch nie. So, jetzt wollte ich noch den Teppich um. Ja, das war doch süß. Wow. Da unser Gesundheitskonto ja nicht gerade das rosigste ist. Nur zwei Schnitz. Ja, drei waren's. Könnte ich jetzt noch braten, dann würden wir noch mehr bringen, aber reicht erstmal. Achso, die waren alle draußen. Boah. Klingt ja, als ob da eine richtige Grillparty steigt. Das gibt's als Hauptgericht. Zombie gut durch. Gestorben sein. Das Schaf soll nicht umsonst nackt rumlaufen. Und dieses Skelett hat mich am besten noch nicht gar nicht erst gesehen. Jetzt wollte ich ja eigentlich hier so eine Terrasse bauen. Ich schicke hier eine Fackel doof rum. Naja, macht nix. Irgendwann kommt die schon wieder rein. Ein paar Rosen. Wie viel brauche ich denn jetzt genau? Genau auf den Punkt. 2 und 2 Holz. Und ein Bild wollten wir machen. Für ein Bild brauche ich Stöckchen und Holz. Für den Boden brauche ich auch Holz. Passt. Ah, willst du mir meine letzte Gesundheit wiedergeben? Ja, will er. Fast. Also,
Davon machen wir zwei. Jetzt haben wir drei. Dann machen wir mal zwei Bilder. Ich weiß jetzt nicht, entweder Stöckchen oder komplettes Holz. Okay, Stöckchen. Jetzt werden wir auch gleich sehen, welches Texture Pack ich an Bildern benutze. Ob es meins ist oder nicht meins. Es ist nicht meins.